So Leute, und damit zurück zu Pokémon XD, der dunkle Sturm. Und ja, was ist das hier? Wir haben Eindringlinge in unserem Pokémon-Labor gehabt und die sind eingebrochen und haben sich den Professor geschnappt. Und da stehen sie immer noch schon seit ein paar Minuten. Und ja, ich würde sagen, schauen wir mal, was es mit diesen komischen Typen in Gelb, Weiß und Rot, Weiß und... ja, okay, ich lese ja schon. Ich bringe dich zu deinem neuen Labor, Professor. Wie bitte? Mein neues Labor? Muss jetzt, Beulung! Wenn keiner zu Schaden kommen soll, dann... da liegen schon Leute auf dem Boden und es hat noch keiner den Krankenwagen gerufen. Hallo. Sieh zu, dass du in den Wagen kommst, Professor. Aber, wer sind Sie? Was wollen Sie? Hallo? Geht's dir gut? Oh... Der Typ mit dem Visor, dem geht's wohl nicht mehr so gut. Sein Visor hat wohl nichts machen können gegen diesen komischen Typen. Mal schauen, ob es diesem Typ hier gut geht oder ob sein Pokémon gleich in die Luft geht oder schon in die Luft gegangen ist. Na, hallo. Hallo. Oh nein, er ist in Ohnmacht gefallen. Okay, wir müssen definitiv den Krankenwagen rufen. Ja, ich möchte hier gerne einen Überfall melden. Beim Pokémon-Labor von Professor Klein kommen Sie bitte so schnell wie möglich vorbei. Was willst du denn, du Rotznase? Ja, ich habe schon die Bullen gerufen. Du hast keine Chance, du wirst gleich eingelocht. Willst du hier auf Helden machen? Ja, habe ich schon. Wie gesagt, ich habe die Bullen schon gerufen. Mir egal, ob du ein Kind bist. Ich kenne keine Gnade. Na dann, let's battle! Eine Herausforderung von Spion Fight. Teddiosa wird von Spedion. Evoli. Na dann, Teddiosa. Mal schauen, ob wir... Oh! Ein Pokémon gesichtet! Was ist das? Daniel, der Aura-Scanner reagiert. Es ist ein Krypto-Pokémon. Beeil dich, Daniel, wirf einen Pokéball. Okay, Item. Pokéball! Pokéball, los! Teddiosa gehört gleich mir. Muhaha, wehe, das funktioniert nicht. Wehe, das funktioniert nicht. Level 11 plus, das ist ja schon mal vielversprechend. Und diese Teddiosa ist relativ cool eigentlich. Ja, ob das eine Anspielung an Pokémon Mond ist? Oder auch nicht. So, Daniel hat einen Teddiosa gefangen. Was ist passiert? Mein Krypto-Pokémon, du hast es gekrallt. Oh mein Gott. Ja, wir sind Team Rocket. Wir wollen die Erde regieren und unseren eigenen Staat kreieren. Team Rocket klaut sich alle Pokémon. Teddiosa ist nun mein und du hast keine Chance. Hey Kleiner, was ist das für eine Maschine an deinem Arm? Das kann doch nicht sein. Eine Krallmaschine. Was macht das Ding denn hier? Was? Das ist ja wirklich interessant. Los Leute, Aufbruch. Das muss ich sofort dem Hauptquartier melden. Auf der Stelle. Ja. Könnt ihr bitte Dr. Klein hier lassen? Ja, und die Bullen sind mal wieder zu spät. Officer Rocky ist nicht aufgekreuzt. Na dann. Haben wir Pech gehabt. Egal, weiter geht's. Und so. Tun wir bereden, wie es jetzt weitergeht. Professor wurde gekidnappt. Ja, Sina, wir werden das schon regeln. Keine Sorge. Mein doch nicht, Sina. Professor Klein geht es bestimmt gut. Schnief. Wir haben die Polizei und die zuständigen Behörden über Professor Klein informiert. Sie werden uns wissen lassen, sobald sie etwas erfahren sollen.
Newton, du weißt ganz genau, dass ich das schon längst ge gemacht habe. Und Professor Rocky wird bestimmt gleich hier aufkreuzen. Ich kann es immer noch nicht fassen, was da passiert ist. Professor Klein hatte schon angedeutet, dass jemand versuchen würde, Krypto-Pokémon zu schaffen, Er hatte vollkommen recht. Daniel, das Teddiursa, das du dir gekrallt hast, ist wahrscheinlich nicht das einzige Krypto-Pokémon. Wenn der Kryptorbis schon fertig wäre, könnten wir mehr Krypto-Pokémon auf einmal retten, aber ja, wir sind leider noch nicht mit unseren Forschungen fertig. Professor Klein ist von größter Bedeutung für dieses Projekt. Ohne ihn können wir nicht weiterarbeiten. Ja. Sehr bedauernswert. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns darum und wir sind fest entschlossen, dass wir Professor Klein retten werden und diese Schurken bezwingen werden mit unserem Pikachu, das wir nicht besitzen. Denn wir sind Ash Ketchum aus Alabastia. Nicht. Vervollständigen wir ihn. Wir stellen den Kryptorbis fertig. Du bist aber sehr entschlossen. Aber Yolanda, der Chef ist nicht hier. Das ist vollkommen aussichtslos. Wir können das Projekt nicht fertigstellen. Wir stehen kurz vor der Vollendung. Es ist jetzt keine Zeit, um sich selbst zu bemitleiden. Das Krypto-Orbis-Projekt ist nicht allein das Werk des Professors. Wir haben alle als Team daran mitgewirkt. Nun, da unser Projekt so weit gediehen ist, wäre es falsch, es hinzuwerfen und unser Ehrgeiz als Wissenschaftler ist jetzt gefragt. Beenden wir das Projekt gemeinsam. Los jetzt, an die Arbeit. Ich gehe nach oben und prüfe wie die Datenübertragung vonstatten geht. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Wieso laufe ich an die Tür? Na. Wenn diese schrecklichen Leute zurückkommen, dann werde ich sie mir holen. Da bin ich mir sicher. Ja, sicher. Ich würde sagen, wir heilen mal wieder unsere Pokémon. Wir haben ja jetzt zwei Stück. Und ich würde sagen, wir wollen, dass unser Pokémon schnell geheilt wird. Und ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal, weil das habe ich immer noch nicht gemacht. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Okay, so, wir haben jetzt einmal gespeichert. Und jetzt würde ich sagen, tun wir mal unsere Pokémon ansehen. Also wir haben jetzt einmal hier das Teddiursa, was ich jetzt mal an erste Stelle packen werde, denn wir wollen, dass unser Teddiursa bald von dem Leid befreit ist und wir wollen euch mal ein paar Krypto-Pokémon zeigen. Jetzt kapiere ich das erst. Das erklärt, warum Professor Klein Yolanda das Projekt so schnell fertig haben wollten. Wenn irgendwelche Verbrecher irgendwo Krypto-Pokémon erschaffen, dann müssen wir mit Hilfe unseres Systems in ihr Ursprung, in ihren, sie wieder in ihren Ursprungszustand zurückversetzen. Ach, scheißegal, was die uns zu sagen. Ist eigentlich nicht wichtig. Wir gehen jetzt nach oben. Wie uns die Story das sagt, denn wir wollen hier auch ein bisschen vorankommen. So, dann gehen wir mal ins Labor, das sich, glaube ich, hier befindet, wenn ich mich nicht täusche. Mit diesen Basisdaten sollte jetzt alles abgedeckt sein. Immer dranbleiben. Daniel, du kommst genau richtig. Könntest du bitte für einen kleinen Auftrag in Port Fortus, für mich einen kleinen Auftrag in Port Fortus ausführen? Wir haben ein spezielles Ersatzteil für den Kryptorbis bestellt und zwar im Ersatzteilladen. Ja, den kennen wir doch schon. Den Typ haben wir schon mal getroffen und zwar bei Dr. Abacus.
Jolanda, Porpoisus liegt südlich von hier. Es ist nicht weit, aber seid trotzdem vorsichtig. Na dann. Ich könnte den Ersatzteil laden. Er ist neben dem Haus von Marie. Darf ich mit? Ich will auch allen helfen. Sina, schön, dass du uns helfen willst, aber es geht hier um sehr viel. Also gut, Sina. Du bist ja auch ein Labormitarbeiter. Du darfst gehen, wenn Daniel dich mitnimmt. Liebes, würdest du bitte Sina mitnehmen? Klasse, Mami. Brudi ist mein Assistent. Du musst immer auf mich hören, Brudi. Alles klar. Sina schließt sich dir an. Auf nach Porpoisus. Daniel, Sina, pass bitte gut auf euch auf. Ich verlasse mich auf euch zwei. Ja, ist das so üblich bei euch, dass man Kindern die Arbeit überlässt? Sieht wohl so aus. Na dann, gehen wir nach Porpoisus und schauen, was uns in Porpoisus denn so erwartet. Also dann viel Spaß noch an deinem Tresen. Wir gehen nach Porpoisus. Können wir noch ein Battle machen? Mir geht's ja schon wieder richtig gut. Ich bin immer noch total sauer. In einem echten Pokémon-Kampf hätte ich gesiegt. Aber diese Feiglinge haben mich ohne Vorwarnung umgerannt und ausgeschaltet. Ach übrigens, hast du auch gesehen, dass sie nach Südosten verschwanden? Vielleicht befindet sich ihr Versteck südöstlich von hier. Na, sehr interessant. Na, und wie geht's dir schon wieder? Aua. Also sowas möchte ich nie wieder durchmachen. Für dich muss es auch ziemlich hart gewesen sein, Daniel. Wie es wohl unserem Laborchef geht. Er ist schließlich eher ein Denker als ein Kämpfer. Okay. Was willst du jetzt schon wieder? Ich hab gedacht, wir gehen nach Porpoisus. Hey Daniel, Sina, wo wollt ihr beide denn hin? Ja, nach Porpoisus. Wohin denn sonst? Ich habe eine wichtige Mission in Porpoisus. Und Brudi ist mein Assistent. Wie bitte? Daniel ist dein Assistent? Da musst du aber froh sein, dass du einen so tollen Assistenten hast, nicht, Sina? Wie dem auch sei, Daniel. Wir möchten dich bitten, die Krallmaschine zu behalten und nötigenfalls einzusetzen. Denkst du, ich habe irgendwie in irgendeiner Weise gedacht, dass du die jemals wieder zurückbekommst? Ich habe Bock, mir ein Mewtwo zu schnappen und deswegen glaube ich nicht, dass du diese Krallmaschine wieder bekommen wirst, denn ich finde sie viel zu geil, weil ich mir einfach Pokémon klauen kann. Hallo? Es könnte da draußen noch andere Krypto-Pokémon geben. Wenn du eins findest, dann rette es vor den Verbrechern. Ich werde mich an die Behörden und andere Institutionen wenden, damit Pokébälle zum Kauf angeboten werden. Ja, das ist auf jeden Fall sehr nice, weil die brauchen wir. Da ist noch etwas. Ich möchte dir das hier geben, Daniel. Daniel erhält Klein Memo 1. Daniel erhält Klein Memo 2. Das sind Dokumente über Krypto-Pokémon, die Professor Klein und ich erstellt haben. Bitte lies sie gut durch. Okay, wo können wir die angucken? P-Stern da, können wir da irgendwas lesen? Kryptodaten. Teddy Ursa. Gekrallt von Fight. Ich glaube, das bringt uns nicht viel. Taktik-Memos. Evoli, Sonnkern, Teddy Ursa, Visor. Mailbox. Wo können wir diese Memo-Scheiße angucken? Egal. Und tschüss. So, dann gehen wir mal mit Sina Richtung Porpoisus. Na, ist dein Moped. Macht Spaß damit.
Also im vorherigen Teil war das irgendwie ein bisschen cooler. Naja, vielleicht wird das noch. Wow, Brudi, Brudi, sieh mal, sieh dort nur, das Meer, das ist das Meer, das ist aber groß. Es klingt irgendwie so, als wärst du noch nie hier gewesen, aber du meintest doch, du kennst dich hier wunderbar aus. Hör doch mal, Brudi, der Satz der Lelan ist da drüben, beeil dich, Brudi. Woher weißt du das jetzt auf einmal? Gerade eben hast du so getan, als ob du noch nie hier gewesen wärst. Da lang, da lang. Okay. Autsch. Aua, ich bin hingefallen. Pass doch auf! Hast du Tomaten auf den Augen? Du hast komische Augen, würde ich mal behaupten. Ups, Entschuldigung, tut mir echt leid. Das ist keine Absicht gewesen. Nein, nein, nein. Was? Sag mal, geht's noch? Der sieht ganz schön gefährlich aus, aber ich glaube nicht, dass er viel sieht. Ich glaube eher, dass er schuld gewesen ist, weil ich glaube, dir wurde das Augenlicht geklaut. Du hast nämlich überhaupt keine Pupillen auf den Augen. Weißt du überhaupt, mit wem du dich hier anlegst? Mit Dolf. Dolf. Dem dollen und fürchterlichen, fiesen Dolf. Hör! Deine Entschuldigung kannst du dir sonst wohin stecken. Alter, geht's noch? Kann man so einem kleinen süßen Mädchen sowas überhaupt ernst übel nehmen? Hey, du da! Ja, du Punk, dich meine ich. Gehört der Zwerg da zu dir? Und offenbar bist du auch noch ein Trainer. Ja, ich bin ein Trainer mit einer Krallmaschine und du bist ein Typ ohne Pupillen. Dich knöpfe ich mir vor. Du gibst mir Mini-Portionen. Du Mini-Portionen. Ich werde dich mit meinem Krypto-Pokémon in den Staub treten. Ja, wir haben auch ein Krypto-Pokémon, du Idiot. Wir haben einen Teddy Ursa. Ich glaube, das macht ein Sneeble. War das überhaupt? Nein, das ist kein Sneeble. Wie heißt es? Wie heißt es? Snow Dings da? Keine Ahnung, wie das heißt. Ich hab's vergessen. Das ist nicht der rechte Umgang mit Pokémon. Zeit und Ort müssen weise gewählt sein. Dolph? Dolph gefällt das aber nicht. Wer fragt dich denn? Hör mal, Opa, misch dich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen. Oder soll ich dir auch zeigen, wo es lang geht? Herr Opulus, vielleicht sollte ich. Was soll das? Für wen hältst du dich? Für Zorro? Ja, und ich bin Ruffy. Und du glaubst wirklich, du hast eine Chance gegen mich? Na, das wird ja immer besser. Dann lass uns anfangen. Rächer der Zwerge. Ja, und du siehst aus wie ein Strolch. Na dann, let's battle! Ich hätte zwar auch liebend gern gegen ihn gekämpft, aber naja. Sinsala wird von Mystic Mann in den Kampf geschickt. Sinsala setzt Psychokinese ein. Psychokinese. Simsala ist auch schon ziemlich geiles Pokémon, aber hat eine ziemlich schlechte Verteidigung. Oder Spezialverteidigung? Ich glaube beides. Das ging aber schnell. Na, Dolph, warst du doch ein bisschen Obervorlauter? Deine Kraft, wo nimmst du sie bloß her? Na, siehst du, jetzt bist du nicht mehr so vorlaut, Dolph. Es ist entschieden, aber so leicht kommst du mir nicht davon. Keiner legt sich ungestraft mit Dolph an. Das wird ein Nachspiel haben. Ja, Dolph, ohne Pupillen. Soll ich ihm folgen? Nein, nein, nicht nötig. Er wird nicht wiederkommen. Lass ihn. Ja, Meister.
machen wir uns nun auf. Okay. Vielen Dank. Oh, ich meine, vielen Dank. Du schuldest mir keinen Dank, kleine Dame. Der Typ scheint ziemlich nett zu sein, so wirkt er zumindest. Mit seinem strahlenden Lächeln. Wir taten nur, was getan werden musste. Das ist alles. Na du, wer bist du denn? Willst du mich heiraten? Nicht. Sicher, hier gibt es zwar immer viele Hitzköpfe, aber sich mit Kindern anzulegen, geht zu weit. Hast du gerade dafür zugestimmt, dass du mich heiraten willst? Dieser Kerl von eben, ich kann mich nicht erinnern, ihn in der Gegend schon einmal gesehen zu haben. Okay, na dann kaufe ich schon mal die Verlobungsringe. Dieser ältere Herr Opulus, soll unglaublich reich sein. Und diese Leute in seiner Begleitung sind super stark. Wow, waren die cool. Das fand ich auch. Na, was hast du denn zu sagen? Ich bin so glücklich. Heute sah ich wieder den wunderbaren Doktor Herr Opulus. Sieht so aus, als ob du ihn heiraten möchtest. Diese feinen Gesichtszüge und die imposante Statur. Ja, er sieht auf jeden Fall ziemlich nett aus, aber nicht für meinen Geschmack. Wie wird mir schmacht? Ja, die scheint wohl richtig verschossen in diesen Herr Opulus zu sein. Na, was geht ab? Du weißt Bescheid nicht. Ja, natürlich weiß ich Bescheid. Ja, das war ja klar. Als Pokémon-Trainer solltest du auch... Du weißt Bescheid nicht, nö. Ach, wirklich? Na, dann erkläre ich es dir wohl besser. Das solltest du nämlich wirklich wissen. Vielleicht hätten wir doch das andere nehmen sollen. Zum zweiten Mal. Das Gebäude dort ist das Pokémon Center. Dort werden deine Pokémon geheilt und wieder fit gemacht. Das Gebäude daneben ist der Item Shop. Ja, Item Shop. Der ist bestimmt extrem teuer. Dort kannst du viele nützliche Items kaufen, aber irgendwie gibt's da im Moment keine Pokébälle. Diese beiden Einrichtungen werden von allen Trainern oft besucht. Das ist Grundwissen. Okay. Na, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Pokémon Center. Einfach so, weil wir gerade können. Na. Guten Tag, was machst du da? Hinter der Treppe, so ganz versteckt. In jedem Pokémon Center ist ein PC, den jeder benutzen darf. Und alles ist kostenlos. Na, wenn das bei uns in der Welt auch so wäre, dann wäre das wunderbar. Ich verstehe es nicht, wieso überhaupt irgendwas Geld kostet. Ohne Geld wäre es so einfach viel entspannter. Na, guten Tag, die Pokémon-Welt ist doch einfach herrlich, wenn schon alles kostenlos ist. Das ist einfach die Traumwelt, hallo? Ein Glück, dass es Pokémon Center gibt. Ich meine, die sind kostenlos. Egal wie viele Pokémon du hast, in einem Pokémon Center werden alle kostenlos wieder aufgepäppelt. Ist das nicht toll? Aber Pokébälle kosten Geld? Sehr seltsam. Naja, gut. Reden wir mal. Willkommen im Pokémon Center. Schwester Joy ist immer für dich zur Hilfe bereit und macht deine Pokémon wieder topfit. Dieses Mal habe ich leider blaue Haare, weil die andere Farbe irgendwie nicht mehr so modern ist, aber ja. Blau ist anscheinend im Trend, weil irgendwie jeder zweite hier mit blauen Haaren rumrennt. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Itemladen, meine ich. Du da hinten, du scheinst auch ziemlich versteckt dazustehen und irgendwas zu betrachten, sieht aus wie irgendwelche Behälter.
Mit Wodka oder so, vielleicht. Ja, wir wissen, dass du Alkoholiker bist. Es gibt so viele unterschiedliche Produkte. Das ist sehr verwirrend. Ja, siehst du, der hat bestimmt schon hier 3 Liter Wodka gesoffen. Was soll ich denn jetzt nehmen? Ja, auf jeden Fall kein Wodka, weil davon hattest du schon genug. So, guten Tag. Wie geht es, Popeye? Hey, ich kaufe hier ein wie ein Weltmeister. Wie wäre es mal mit einem kleinen Bonus? Nennen Sie das etwas Service? Also, was ist denn nur? Willst du Spinat oder was? Guten Tag. Oh, willkommen. Willkommen im Item Shop. Was soll ich sagen? Ach, ist doch auch egal. Ich bin eigentlich Eigentümer eines Item Shops. Was? Oh nein, was soll ich denn da? Es tut mir leid. Hallo, willkommen im Item Shop. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir möchten etwas kaufen. Wir können Tränke kaufen, wir können Feuerheiler kaufen, wir können Eisheiler kaufen. Ich glaube, wir kaufen mal ein paar Eisheiler, weil es könnte noch ein bisschen nervig werden. Aber nicht zu viele, nur so 2 Stück. Ja. 2 Aufwecker kaufen wir noch und der Rest ist eigentlich nicht so wichtig. Der ist mir eigentlich egal. So. Weil das könnte sonst ziemlich nervig werden, wenn wir eingeschläfert oder eingefrieren werden oder ja, werden. Was für ein Deutsch. Na, wie geht's? Sieht's aus wie Gary. In letzter Zeit gibt es we wenig Arbeit für Seeleute. Sie treiben sich meistens im Krabi Club herum, um sich die Zeit zu vertreiben. Ja, da sind doch auch diese Damen, von denen der eine Typ da geredet hatte. Müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Aber die sind alle ein bisschen grobschlächtig. Kultivierte Menschen wie ich könnten nichts mit ihnen anfangen. Ja, das haben wir schon gemerkt in dem Tränkeladen. Der eine Typ war ziemlich unhöflich. Auch wenn der Trankbesitzer ein bisschen, Itembesitzer ein bisschen schüchtern ist. Aber mein Gott, der ist eben so. Hallo, was soll das? Hoffentlich sind sie bald wieder auf See. Naja, komm. Gönn dir. Das ist halt die Mentalität von diesen Seeleuten, die aussehen wie Popeye. Hör mal, Junge, in den Krabi Club dürfen nur starke Trainer. Ich schätze, ich würde dich reinlassen, wenn du mich besiegen kannst. Los, lass uns kämpfen. Easy peasy, dich mache ich platt mit links. Mein Krypto-Pokémon gibt dir einen One-Hit, dass du nicht mehr gut gerade gucken kannst. Dein Wingull, und dein Loturzel. Oh, ein Doppelkampf. So, dann komm raus, Teddiosa und Evoli. So, mein Evoli. Ich würde sagen, Teddy Ursa, Kryptoknall sollte angewendet werden auf ein Wingull. Und ich würde sagen, wir ballern gleich noch ein Biss auf das Wingull mit drauf. Ich weiß gar nicht, ob das effektiv war. Aber ich würde sagen, das Wingull verabschiedet sich gleich. Ich mache das immer ganz gerne so, dass ich erst ein Pokémon beseitige und dann wird das ein bisschen chilliger für uns, weil die uns dann nicht so viel Schaden geben. Aber ich würde sagen, diesen Kampf setzen wir gleich in der nächsten Folge weiter, denn wir haben schon lange genug aufgenommen. Es sind bald an die 30 Minuten. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann geht dieser Kampf weiter gegen diesen unglaublichen, wie heißt er nochmal? Popeye. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ich werde sie gleich aufnehmen übrigens. Ich werde so ein bisschen auf Vorrat aufnehmen. Aber nur, weil ich gerade Bock irgendwie habe. Keine Ahnung wieso. Aber bis dahin. Ciao.